Das Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung in Braunschweig verleiht regelmäßig den Preis Paper of the Month und würdigt damit herausragende Publikationen von Doktoranden oder Postdocs. Die Preisträgerin im September 2014 ist Stefanie Fender aus dem Institut für experimentelle Virologie am TwinCore in Hannover. Mein Name ist Stefanie Fender. Ich bin Doktorandin hier am TwinCore in der Arbeitsgruppe von Thomas Pietschmann. Bin inzwischen in meinem dritten Jahr und hoffentlich bald fertig mit meiner Doktorarbeit. Wir haben das Non-Primary Parzi-Virus untersucht, das nicht-primate Parzi-Virus. Das ist sehr nah verwandt zum Hepatitis C-Virus, was ja nur Menschen infiziert. Und wir haben einfach mal in Pferden geguckt, wie viele Pferde haben dieses Virus ganz natürlich. Dazu haben wir Pferde einfach getestet, die in der TIO hier in Hannover eingeliefert wurden. Haben einfach geguckt, haben die das Virus und haben die Antikörper gegen das Virus. Und dann haben wir geguckt, entwickeln die auch eine akute oder chronische Infektion? Und wo genau findet man das Virus eigentlich? Weil für Hepatitis C-Virus ist es bekannt, dass es nur die Leber infiziert. Und bei Pferden haben wir jetzt auch geguckt, infiziert es wirklich die Leber oder noch andere Organe? Und zwar, Hepatitis C-Virus kann ja nur Menschen infizieren, keine anderen Tiermodelle. Inzwischen gibt es auch ein paar Mausmodelle, die einigermaßen funktionieren. Allerdings haben diese Mäuse auch kein richtiges Immunsystem. Das heißt, man kann nicht den natürlichen Krankheitsverlauf von Hepatitis C in Tieren untersuchen. Und jetzt haben wir ein sehr ähnliches Virus zu Hepatitis C gefunden, das ist in Pferden. Und daher ist es spannend, jetzt wirklich zu sehen, wie dieser natürliche Wirt mit dem Virus klarkommt. Das heißt, wie kann das Pferd das Virus bekämpfen? Wie funktioniert das mit den Antikörpern? Neutralisiert das Virus? Und dadurch kann man vielleicht auch neue Strategien dann entwickeln, um wirklich Impfstoffe im Endeffekt für Hepatitis C-Virus im Menschen zu entwickeln. Als nächstes gucken wir jetzt wirklich das Immunsystem genauer an. Bisher haben wir ja nur charakterisiert, wie viele Pferde sind wirklich infiziert, wie viele Pferde haben das Virus schon gesehen, wo finden wir das Virus, und wir haben bisher noch gar nichts immunologisch gemacht. Und das gucken wir uns jetzt momentan an, dass wir wirklich wie Pferde verfolgen, die infiziert sind, und da nach T-Zellen, B-Zellen, NK-Zellen Antworten gucken und wirklich die ganze Immunologie uns anschauen. Wir haben einen sehr nahen Verwandten vom Hepatitis C-Virus analysiert und uns den natürlichen Verlauf der Infektion angeguckt, um mögliche Therapiemöglichkeiten für Hepatitis C natürlich im Endeffekt zu finden.